weil die... Die kann jetzt eingeladen werden. Die lila Dinger, die will ich auch nicht unbedingt so viel, irgendwelche Alltagsdinger verschwenden. So viel von dem Zeug habe ich nämlich auch nicht vorrätig. Lustig. Ich habe jetzt gerade hier einfach am Durchlaufen und nebenbei so eine Dreieckskiste gefunden, die ich nur als Sammelobjekt. Jetzt ist auch nicht schlecht. Sollen wir erst Kluft machen oder? Wir können gerne Kluft der Leere als erstes machen. Oh, von mir aus auch. Ich hab da keine wirkliche Präferenz. Wir können heute Grenzkampf machen, wir können heute Operationen machen, weil heute ist eine Chiro-Matrize, die wir holen könnten. Ja, dann würde ich sogar einmal meine Energie aufladen dafür. Damit ich auch so ein, zwei Kistenöffner machen kann. Was erhalten nach Frostschaden plus? Das ist gut. Die Tsubasa-Ulti ist so stark, ne? Die macht so viel Damage. Ja, auch das Ausweichen und Angreifen mit ihr, mit auf 3 Sterne, da tut sie ja 3 von den Schüssen machen, ist schon bösartig. Oh ja. Ist genauso, als würdest du die 1 klicken. Da kommt schon gut Schaden bei oben, das muss man echt sagen. Wasser ist bis jetzt auch noch zukunftssicher, also naja, alles gut. Die kann man ruhig hochsetzen. Bei Eisteam immer gut zu gebrauchen. Ja, das stimmt. Bis wir diese Alice oder wie die da heißt, kriegen, dauert es ja sowieso noch Ewigkeiten. Ja, eben, ich wollte gerade sagen. Das ist ja eh noch bestimmt ein Dreivierteljahr hin oder so. Oder ein halbes zumindest. Je nachdem, wie schnell die bei uns kommen. Ich habe auch schon so ein paar YouTuber gesehen, die so überlegen, was die nächsten Banner sein könnten. Ich habe mir so ein paar Banner gehört, was die so vorgeschlagen haben. Ich denke mir so, in welchem Universum lebt ihr? Lin jetzt als nächstes Banner? Niemals. Nie im Leben, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Lin ist das Banner, wo meisten Leute drauf ziehen werden, wie die Irren. Und die Free-to-Player wollen ja auch erstmal so ein bisschen was in der Tasche haben, um da drauf ziehen zu können. Ja, macht auch aus unternehmerischer Sicht überhaupt keinen Sinn, die jetzt schon zu bringen. Also ich denke eher, als nächstes wird sowas wie, wenn die bei uns kommt, bei Yukui oder so. Von dem Leaks her haben die noch kein Stimmen-Update gekriegt. Also die Datenminer gucken ja immer schön in diese ganzen Daten rein. Und die haben noch keine Stimmenaufnahmen gekriegt. Keiner. Nicht Mark, nicht Bayuki. Die haben noch keine englischen Stimmen oder japanischen Stimmen gekriegt. Schatten, Elektro und Energy Ice. Jo. Stürmer brauche ich nicht. Ghost Energy. Feuer kannst du mir geben. Na, danke, fast hier schon 3 Stapel. Es war auch Eis nehmen, aber. Ja, Energy muss ja auch irgendwie Schaden machen.
Ja, wäre schon sinnvoll. Ich hatte letztens eine Runde mit Randoms, da haben die mir fast alles gegeben, ne? Was man dann einen abartigen Schaden macht, ist auch unnormal. Ja, Spaß. Klar. Ja. Da siehst du dann natürlich richtig den Unterschied. So, sind wir fertig? Jo. Habt dafür. Denkt an euren kleinen Artefakte. Dann ist alles gut. Alter, den schmelzen wir aber gut runter. Alter, 422.000 Schaden! Das war definitiv mit Abstand der größte Crit, den ich bis jetzt hatte. Immer Spaß hier. Der ist für unser Team kommt auf jeden Fall richtig Zucker. So sein. Ist ja auch ganz angenehm, wenn man sich dann nicht immer so durchquälen muss. Erinnere euch an die Seele. Genau. Ah. Die hatte live, das war schon nicht mal lustig. Ja, kann man machen. War schon lustig. Da hält das halt auch überhaupt nicht mehr auf, ne? Das dann einfach mal kurz gemacht. Ah, wie sein soll. Ich muss noch ganz kurz was einstellen. Mhm. Mikro war gestoppt. Immer schön, wenn man das Mikro physisch stummt und nicht dran denkt, dass man zu gestummt hat. Ja, passiert schnell mal. Geil ist auch, wenn ich was aufnehme und mich kurz mute und dann nicht mehr entmute und es mir nicht auffällt. Ich wollte es gerade sagen und dann mal wieder vergisst, dich hinterher zu entmuten. Das ist schon oft passiert, ja. Oh ja. Das ist mir im Homeoffice auch ganz oft passiert. Man hält seine Reden und sonst was. Sagst du was? Man hört dich nicht. Danke. Nicht so. Vor allen Dingen, das erfährst du ja immer erst hinterher. Nachdem du schon eine halbe Stunde gequasselt hast. Jo.
Pip, verwende Frostwaffen. Machen wir ja sowieso, von daher. Das sind hier wieder viel auf einem Haus. Ja, das ist immer sehr angenehm. Na, auf jeden Fall. Als wenn man alles einzeln irgendwo suchen muss. Genau. Letztens auch wieder so ein bisschen Top-Videos angeguckt, wo ich mir denke, so, also es gibt Wale, die, ich verstehe die einfach nicht. Da gibt es einen zum Beispiel, der beschwert sich aktuell so schwer darüber, dass er Grenzkampf schwer noch nicht hinkriegt, also dass er seine Leute da noch nicht durchbrüllen kann. Ich denke mal, Grenzkampf wäre sowieso verdammt nochmal schwer. Auch wenn man Wahrheit und alles vollzieht, dass man das noch nicht hinkriegt, ist doch in Ordnung. Wir sind momentan Level 68. Aktuelles Max-Level ist, glaube ich, 80, wird bis 100 irgendwann mal gehen. Okay, wenn wir jetzt ganz knapp wer noch nicht hinkriegen, ist doch in Ordnung, ist doch egal. Finde ich das auch nicht schlimm, ne? Leuchtet mir auch nicht ein. Nur weil es da ist, heißt ja nicht, dass man es direkt schaffen muss. Genau. Aber das hast ja immer so die Heulbojen. Ja. Also, dass er sich beschwert hat über das Outfit-Gacha, das kann ich nachvollziehen. Da konnte ich nur beipflichten, aber der Rest ist halt. Na, wie hat hier mal jemand sich schön formuliert? Der Mensch hat die Sprache erfunden, damit er sich beschweren kann. Ja. Wenn es regnet, beschweren sich die Leute, dass die Sonne scheinen soll. Wenn die Sonne scheint, soll es wieder mehr regnen. Genau. Oh, welcher Buff fehlt dann? Vielleicht können wir den ja auch einfach aussetzen. Keiner mehr. Ah, keiner mehr, gut. Das war der hier gerade. Scheiße. Ich hab den schon getriggert. Du sollst doch nicht mit Robak kuscheln. Immer dasselbe. Wollt mal Hallo sagen. Ich war nicht mal in der Nähe, ey. Ja, wahrscheinlich Tentakel in Schleichen gegangen, ne? Das sind die richtigen. Open.
So angenehm. Ich finde, dem in den richtigen Augenblick auszuweichen, ist auch nicht so easy, ne? Nee, also spätestens diese Tentakel, die also von unten hochschießt, sind richtig schwer auszuweichen. No. Die Dungeon Form mit ihm auch schwer, die war schon nervig. Oh ja, oh ja. Alter, die hab ich heute gemacht, der war echt nervig. Ich bin zwei oder dreimal verreckt. Ey, die gönnen mir nix, ne? Ich sag's euch. Mir auch nicht. Mir auch nicht. Na, Dito. Wenn's um Matrizen geht, da krieg ich nichts. Der aktuelle Dungeon mit Chiron konnte ich noch nicht machen, weil meine EP-Leiste schon wieder ran voll ist. Und wegschmeißen wollte ich die EP nicht.